So, meine lieben Freunde, und ein ganz herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Let's Play Flöf or Fly or whatever. Ja, wie ihr seht, meine Leute, guckt mal, meine Cam, die hat sich voll erweitert. Man sieht jetzt ein bisschen mehr, ich habe ein bisschen aufgefrischt hier mit Equipment und so. Ich habe mir eine neue Webcam gekauft, noch ein paar USB-Slots, ein bisschen so eine 3.0er-Erweiterung geholt, damit ich ein bisschen mehr am PC anklemmen kann. Ist eine Dings-HD-Kamera hier, Full-HD diesmal. Ich hatte ja vorher nur eine 720p, jetzt habe ich eine 1080p Dingens hier. Ja, mehr hat sich auch eigentlich nicht getan, aber in Flüff hat sich ein bisschen was getan. Der Lord hat jetzt ein Event gestartet, wir müssen jetzt Voll-Power Gas geben, würde ich sagen. Und in der Zeit werde ich dann ein bisschen erzählen. Ich habe gerade ein Azria-Ticket geschenkt bekommen, da ich einen kleinen Fehler gemacht habe. Ich habe mein ganzes Equip verkauft. Wir haben das komplette Day-Set schon mal. Danke an die Leute, die dieses Days-Chat mir geschickt haben, beziehungsweise im Forum habe ich einen Aufruf gestartet und ja, Forum ist jetzt aktiv auf dem Privatserver, also richtig geil. Da bin ich auch momentan ein bisschen aktiv und ja, könnt ihr ja mal reinschauen. 10.000 nach Darkon 1, habe ich mich jetzt richtig geportet? Ne, habe ich nicht, ich wollte nur nach Darkon, what the fuck? Wo haben wir denn? Darkon Volcano NPC, ne. Doch, der ist das, oder? Ich weiß es nicht mehr. Ich will einfach nur normaler Darkon. Darkon Volcano NPC. Ne, Valley Risen, St. Morning Fliff, Darkon 2. Ah, Darkon 2 war's. Oh man, diese Anfängerfehler. Weil ich muss mir nochmal NPC Equip holen für die 5 Level und danach können wir auch schon starten. Was ist passiert? Was ist abgegangen? Mein Tiger habe ich, also mein Tiger habe ich geschafft auf 1, 3, 5, 7. Jetzt fehlt er nur noch auf 9 zu machen. Habe ich aber jetzt nicht weiter hoch gemacht, weil ich, ja, ihr seht, ich habe momentan überhaupt gar kein Geld. Und ich werde auch mir, glaube ich, das NPC-Equip gar nicht mehr leisten können. Das heißt, ich müsste vielleicht irgendwas verkaufen, was Geld bringt. Aber es bringt alles kein Geld. Das heißt, wir spielen jetzt ohne Equipment. Warte mal, ich kann mir aber Boots kaufen und eine Suit. Ne, die Suit auch nicht mal. Mano. Okay, dann hole ich mir einfach jetzt einfach nur die beiden Sachen erstmal. Scheißegal, da wenigstens etwas. So, haben wir ein bisschen Verteidigung. Dann gehen wir direkt auf Azria mal. Channel 1, weil die Zeit wollen wir jetzt ausnutzen. Channel 1, so, zack, mit dem RM auch natürlich. Wir sind in einer Party, was relativ geil ist. Ich mache schon mal Follow. Aktiviere die ganzen Skills. So. Ihr seht das ja jetzt. Ich bin aber gerade auf einem anderen Account. Deswegen nicht wundern, Leute. So, Quickstep. Mental Sign. Haste. Keep up. Ganz wichtig. Cards Flex. Cannonball und Aquary. So, Follow ist drin. Das haben wir alles drin. Berserk. Dann die ganzen anderen Masteries. Buffpad. Und dann würde ich sagen, meine lieben Freunde, hauen wir jetzt mal ein bisschen wieder rein. Buffs gehen auf 50 Minuten. Geile Sache. Also, let's go. Ja, Treue-Level ist schon bis Level 12. Relativ geil. Also, was will man mehr? Level, ja, 12. Haben jetzt den Power auf Lauf mit Pinya Drop plus 4% und nochmal Bleasing auf Lauf mit XP plus 24. Kommt der RM? Er hängt fest. So, komm her, Baby. Komm her. So, wir können uns aber für 5 Stunden... Okay, der geht nur 2 Minuten. Habe ich jetzt den falschen angemacht? Oder habe ich davon keinen mehr? Doch, habe ich doch. Wollte schon sagen. So, jetzt sind wir ein bisschen schneller und hauen jetzt mal ein bisschen kaputt hier. So, LGAs können wir später auch anziehen. Ich habe übrigens noch einen dritten Slot reingeballert in mein... mein Buffpad, da habe ich jetzt noch 7% mehr kritisch, also Critical genommen. Keinen kritischen Schaden, weil ich erstmal mein Crit ein bisschen hochballern wollte. Und ja, jetzt leveln wir erstmal hier ein bisschen Geld wieder farmen, weil wir sind ja wirklich knapp bei Kasse. Ach, wir sind schon 85, wir können locker schon zu den Geistern gehen. Würde ich mal so behaupten. Gehen wir einfach mal. Okay, dann machen wir den eben auch kaputt. Meine RM wieder schön gegen Baum gelaufen, läuft. Ja, am Sonntag wollte ich dann nochmal einen Livestream machen.
Bei Flip, weil wir wollten mit der Gilde Secret Dungeon machen. Egal, ob wir Low Level sind oder nicht. Wir haben einfach mal Bock mitzumachen. Und ja, das Ganze werden wir dann auch tun. Warte mal, ich gebe mal eben kurz meinem RM-chen die beiden einen davon. Damit er hinterherkommt. So. Auf geht's. Komm. Bam, badam, bam, bam. Okay, er kommt uns trotzdem nicht hinterher. Okay, wir können auch nicht so weit aus von ihm entfernt gehen, weil er sonst uns nicht mehr hinterherläuft. Los, 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 los. Auf geht's zu den Geistern. So, der Daze, also der Daze habe ich jetzt schon mal alles auf plus 3 gemacht. Die Gaunets, die ich geschenkt gekriegt habe, die waren auf plus 6 schon. Was ziemlich geil ist. Ansonsten habe ich alles auf plus 3. Die Suit, die muss ich noch auf männlich umswitchen. Aber das sollte ja kein Thema sein. So, 49 Sekunden läuft oder der Scroll ab, dann sind wir gleich schnell. So, dann können wir hier mal jetzt reinballern. Würde ich sagen, mit keiner Suit, mit nix. So, ich farm jetzt erstmal wieder 5 Millionen zusammen. Damit ich den Transi kaufen kann für die Daystuit, damit war ich gleich. Beziehungsweise wenn ich Level abkomme, also Level 90, und wir das Set anziehen können in Ruhe. Dann haben wir nämlich die erste kleine Hürde schon mal geschafft. Ah ja, und wie ihr seht, ich habe schon 1700 Red Chips durch das ganze E-Leveln. Ey, da kriegt man unnormal viel von. Also hätte ich jetzt nicht gedacht, dass das so viel ist. Ja, die LGAs können wir ja auch erstmal benutzen für den Anfang. Boah, die machen uns echt viel Damage. Also ein Crit und wir sind, glaube ich, weg von denen. Ja, und mein Lion, der hat leider nur noch 2 Leben. Der ist einmal schon verreckt. Weil ich aus Versehen, ich habe nicht gecheckt, dass das Petfood weg aus ist. Und dann auf einmal so, ey. Dann ist er gestorben halt, ne? Wunderbar. So, ich werde jetzt auf jeden Fall, bis das Event Ende ist, das XP-Event aufnehmen, weil ein bisschen Level muss mal sein. Ich hoffe, dass ich dann Level 90 mal komme jetzt. Oh, also ein Crit noch und wir sind, ja. Also der haut uns echt um. Oh, 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 ohne Rüstung ist echt verdammt schwierig. Aber wir schaffen das, wir schaffen das. Aber den August wollte ich jetzt nicht so bleiben. Ach, es ist aber noch süß, es ist süß. Die White Candies auszugeben. Aber die Candy ist doch geil. So, oh, dann siehst du wieder ein bisschen zu viel geguckt hier. Also muss ich ja sagen, ne? Hat ja eigentlich an sich eine coole Quali, so, ne? Da, 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 da. Ich hab das Gefühl, wir sterben locker gleich noch. Ja, guckt euch das an. Müssen wir voll lange warten. Irgendwie so Dingens bekommen. Aber wir haben jetzt 1,5. Jetzt könnten wir uns. Ne, 2 Millionen kostet die Suit, ne? Ah ja, mein RM sammelt ja mit Geld, das ist ja auch noch gut. Das heißt doppelt Cash später. Also, was will man mehr? Lol. Hä? Achso, ich hab den falschen anvisiert, lol. Ja, lol. So, und den nächsten. Direkt einfach damit reinhauen. Oh, 2555er Crits. Das geht ab. So, und nochmal Berserk jetzt. Eine Runde Berserk. So, jetzt haben wir gleich schon wieder 2 Millionen. Wie viele Pena droppen wir eigentlich? Das würde mich jetzt mal gerade interessieren. 74k nur? Hö? 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 So, was haben wir denn da gedroppt jetzt? Akten Gauntlets. 90er für BP. Ich glaube auch momentan keiner. Also ich werde auf jeden Fall, also mir wurde geraten, dass ich dann doch lieber das 120er Set später nehmen soll. Ich meine, die Hälfte von den Red Chips haben wir jetzt noch nicht, aber wir sind auf einem guten Wege, ne? Der Lucky Drop und so weiter ist aber anders, sieht man ja. Aber mir kommt dazu vor, dass wir so wenig droppen. Obwohl 50% an ist. Oh, wir haben Daze bekommen.
Der ist Helm weiblich. Okay. Brauchen wir jetzt aber nicht so. Wie viel bekommen wir denn? 2% pro Mob, obwohl alles an ist. Alter Schwede, ey. Ich glaube, das ist buggy oder so. Was gibt es denn noch hier, was ich noch entdeckt habe? Ich weiß es gar nicht. Ah ja, das Awake, das finde ich ein bisschen teuer, wenn man halt hier schrägstrich Awake macht. So 300 bis 500k die Erweckung, das ist schon echt, ja, ein bisschen teuer, finde ich. Naja, aber egal. Ich habe mir ja hier Scroll of Awakening geholt, aber das dauert ewig. Mit Scroll of Awakening. Komm, den einen nehmen wir noch. Und dann gibt es ein saftiges Level Up. Nice. So, direkt mal wieder 2 Punkte skillen. Mehr Damage immer gut. Also 4 Level noch. Next one. Ja, vielleicht werde ich auch bis Level 90, also kommt drauf an, wie. Also jetzt geht ja das Event noch ein bisschen 38 Minuten danach. Vielleicht offscreen ein bisschen leveln. Denn die ganze Zeit zugucken beim Leveln ist ja auch nicht geil. Dann mache ich halt wieder so ein paar Videos oder Parts, wenn was Größeres ansteht, wie GW oder ja, neue Suit oder irgendwas ist passiert, neue Sachen. Irgendwelche Sachen sind passiert, die irgendwie gerade wichtig sind zu erwähnen. Nein! Nein, nein. Boah. Alter Schwede. Der bringt mich noch zur Weißglut. So, weiterhauen. Oh, die machen aber auch Kritz, ey. Alter Schwede. Ja, bin ich dann froh, wenn ich die Suit an hab. Die Dazed. Weil wenn ich 5 hab, dann gehe ich mal kurz weg von Azrea. Dann muss ich halt nämlich gleich nicht machen. Aber es dauert so lange. Also sind wirklich 50% mehr Drop und XP an? Naja, okay. Man sollte sich ja nicht beschweren. Man soll ja auch ein bisschen Spaß noch haben, ne? Wo man auch ein bisschen, ne? Sofort hat alles zu haben, ist auch blöd. Und dann geht ja auch der Spielspaß weg, wenn man halt direkt alles hat und so, finde ich. Also ist da ein bisschen kacke. Dum, 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 dum. Boah, die Musik ist einfach so episch hier, ey. Ich lieb die einfach so. So. Ach, Gilde ist wieder voll. Also, Gilde ist immer online. Also, da sind immer welche da. Was halt richtig nice ist. Oh, ich habe jetzt gar nicht geguckt. Ist unser RM-chen überhaupt schon mal ein paar Level-Ups wieder gekommen? Ich glaube nicht, ne? Aber ist ja egal. Hauptsache, wir haben Leech an der Backe. Fertig ist die Sache. Bam, badam, bam, bam. Oh, wo seid ihr denn? Ja, komm, 87 ist hoffentlich noch drin in dem Park. Aber ich denke mal schon. Wenn wir jetzt nicht auf irgendeiner fragliche Weise sterben oder so. Bam, babadam, burum, burum. Ja, 50% haben wir jetzt auch schon wieder. Ja, haben wir jetzt gleich auf 5 Millionen. Also, jawohl. Und RM ist Level Up gekommen. Das sieht man doch gerne. Wenn die Leuchte über einen leuchtet, dann ist es auch perfekt. Wir sind 97 und 86, 11 Level unter denen, ey. Und trotzdem nur 2%. So, hau da weg, die Luzi. So, habe ich noch Petfood, müsste ich eigentlich schon mehr als genug haben. Um unserem Schnuggi hier noch zu heilen. Boah, ne, bei den 103ern gehe ich jetzt noch nicht. Die bumsen mich erst recht weg, ey. Prozent. Und der Server, der füllt sich auch langsam. Also, ich denke mal, ich habe ein bisschen hier, ja, was heißt Werbung, aber
gut was hinbekommen jetzt. Ich meine, gut, sind jetzt zwar immer noch ein Server-Peak von 40 immer oder sowas, aber jetzt sind auch mal mehr Leute aktiv, die schauen und ein bisschen die im Chat miteinander sich unterhalten. Vor allem jetzt kann man im Forum auch seine Verbesserungsschläge posten und sich halt generell über den Server äußern, was ich halt auch richtig cool finde. Ich weiß nicht, ich sammle glaube ich erstmal, bevor ich ein großes Thema da aufmache, wo ich irgendwie sag, was mir noch gefallen würde oder was ich gut finde, dass es so bleiben soll und nichts daran geändert werden soll. Halt so eine kleine Liste, wo man mal eventuell noch was ändern könnte. So, wir sind auch mit der Gilde ein Level abgekommen. Wir sind jetzt glaube ich auf Level 45. Ja. Aber da sind wir schon seit ein paar Tagen. Aber besser als nichts, ne? Weil jetzt wird's halt echt kritisch. Oh, wie viele sind denn jetzt auf einmal weg? Aus der Gilde, what the fuck? Waren gerade noch... Lol, auf einmal sind die ganzen... Die anderen beiden Gilden aus Level 3 und 4 einfach weg. Weil jetzt so viele aufgegangen sind. Ja, okay, Pfannkuchen ist auf. Ich weiß nicht, mit wie vielen Accounts der aber online ist. Da kann ich jetzt nicht sagen. Wenn wir Level Up sind, dann gehen wir kurz, würde ich sagen. Dum, 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 dum. Dann holen wir eben da Transi. 5 Millionen haben wir ja schon. Den von 60 bis 120 brauchen wir. Jawohl, und 1800 Ratchets. Weg mit dir. Rasra Helmet. Okay, okay. Oh, ich liebe die Musik von Fliff einfach. Die ist einfach so episch, fucking awesome, geil. Die ist einfach nice. Wenn man das früher gespielt hat, dann weiß man, dass die einfach nur geil sind. Und immer den Nächsten einfach klatschen. Immer die Nächsten. So. Noch zwei Mobs, würde ich sagen. Und dann haben wir auch die Sache. Hey, wenn wir jetzt nicht sterben. Ich wusste es. Ey, ich habe gesagt, ich nehme auf. What the fuck? So, wir sind Level Up. Dann gehe ich mal wieder zur Brücke zurück. Oder beziehungsweise... Geh zu den Yetis, damit ich meinen AM nicht verliere. So, Level Up. Zack, zwei Dinger. STR, so. Ich würde einfach hier auf dem Weg stehen. Ja, hier können wir stehen bleiben. Dann gehe ich mal eben kurz weg. Ich komme gleich wieder. Blub. Da sind wir auch in Floris. Dann können wir nämlich schon mal hier... welcher war das? Von 61 bis 120. Einmal Female in Male. Dankeschön. Können wir direkt auf plus 3 machen. So, dann haben wir unser Set jetzt auch komplett. Nice. Das freut mich. Hier habe ich schon plus 3 gemacht. Das ist Fail, Alter. What the fuck? So, und jetzt können wir wieder zurückgehen. Zack, Channel 1. Dann haben wir das Ganze wieder fertig. Haben wir das erledigt, Jobber. So, da sind wir auch wieder. So, hallo. Da kommt der angerannt. Hallo. So, wieder rein da ins Getümmel. Los, rein hier. Und auf geht das Geklobbe. Noch drei Level, dann können wir die endlich anziehen. Aber müssten wir eigentlich gut mit ihm kommen. Oh, mein CS-Pad. Zack. Die brauchen wir nicht. Die brauchen wir. Hauptsache meine Items liegen hier noch. Okay, ich war jetzt auch nicht so lange weg, ne? Oh. Los, 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 los. Düm, düm, düm. Ach ja, falls ihr irgendwie noch 90er-Set-Teile oder 100, ich meine Remove-Set-Teile habt für weiblich und ihr die nicht mehr braucht, dann
wäre es vielleicht cool, wenn ihr sie schicken würdet oder falls ihr die verkaufen wollt, für wie viel ihr die verkauft, dann kaufe ich die euch ab. Alles klar. Gut. Dann würde ich sagen, meine lieben Freunde, mache ich hier einen kleinen Cut und in der nächsten Folge hauen wir dann die letzten drei Level rein für die Daysuit. Dann würde ich sagen, war's das und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, Leute. Ciao.